Willkommen bei Panty spielt Half-Life Blue Shift. Ja, das ist das der drei Spiele aus der Half-Life Anthology, an das ich mich am wenigsten erinnere. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt jemals gespielt habe. Hier übernehmen wir die Rolle eines der Sicherheitstypen, Sicherheitsmänner im Black Mesa Komplex. Das ist alles, an was ich mich noch erinnern kann. Und wenn ich mich nicht falsch erinnere, ist das... Nein, das verrate ich nicht. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an und gucken uns das Intro an. Wie gesagt, das Ganze, da ich dieses Spiel tatsächlich nie gespielt habe und das hier alles für mich neu ist. Trainingsraum brauchen wir nicht, wir fangen direkt an. Guten Morgen und willkommen im Black Mesa Transitsystem. Dieser automatische Zug dient der Sicherheit und der Bequemlichkeit der Bewohner und der Gäste der Black Mesa Forschungsanstalt. Das Intro ist schon mal ähnlich wie von Half-Life 1. Es ist 8.42 Uhr. Die momentane Oberflächentemperatur beträgt 32 Grad. Wir erwarten heute eine Höchsttemperatur von bis zu 30 Grad. Im Mesa-Komplex wird die Temperatur ständig auf angenehme 22 Grad gehalten. Dazu kommt von den Oberflächenwohneinheiten in Trakt 8 und fährt zum zentralen Transitkreuz in Trakt 9. Bitte halten Sie Ihre Arme und Beine stets innerhalb des Zuges. Versuchen Sie nicht, die Türen des Zuges zu öffnen, bevor diese an einer Haltestelle zum völligen Stillstand gekommen ist. Sollte ein Notfall eintreten, werden die Passagiere gebeten, sitzen zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Falls ein Verlassen des Zuges unumgänglich sein sollte, bitte verletzte Passagiere zuerst evakuieren. Bitte halten Sie Abstand zu den Schienen, da diese unter Strom stehen, und begeben Sie sich zu einer Notfallstation, bis Hilfe eintrifft. Den Text kennen wir schon. Sollte Ihr Ziel ein Hochsicherheitstrakt in Sektor C sein, so müssen Sie zum zentralen Transitkreuz in Trakt 9 zurückkehren und von dort aus einen Hochsicherheitszug nehmen. Falls Sie Ihre Identität noch nicht vom Retina-Sicherheitssystem überprüfen ließen, melden Sie sich bitte bei der Personalabteilung von Black Mesa. Dort werden Sie den Vorschriften entsprechend überprüft. Erst dann erhalten Sie Zutritt zum Hochsicherheitsteil. Wenn Sie zum mittleren Sicherheitsbereich in Sektor B oder C wechseln möchten, empfehlen wir den Transfer, bevor Sie den Sicherheitscheckpoint des zentralen Transitkreuzes in Trakt 9 erreichen. Der Zugang zum mittleren Sicherheitsbereich des Transitsystems ist nur Beschäftigten der Black Mesa Forschungsanstalt und autorisierten Besuchern gestattet. Bitte beachten Sie, dass die Sicherheitsmarke ständig sichtbar getragen werden muss. Okay, eins verstehe ich nicht. Der sagt, der Zug ist unterwegs zum zentralen Transitkreuz in Trakt 9 und dann sagen sie, ich soll zu dem zentralen Transitkreuz in Trakt 9 zurück. Sieht nach einem langen Tag für uns aus. Schönen Tag noch, Kalun. Dieser Zug wechselt jetzt zur Sektor C-Linie des Transitsystems. Dies ist ein mittlerer Sicherheitsbereich der Black Mesa Forschungsanstalt. Bitte achten Sie darauf, Ihre Identifikationsmarke jederzeit sichtbar zu tragen. Jetzt die Sicherheitseinrichtungen von Trakt 3. Ja. Hier muss ich wahrscheinlich raus. Oh. Und da fährt der Zug wieder weg. Und ich nehme mal an, dass das hier Gordon Freeman ist. Das heißt, der hat uns hier gegen die Tür hämmern sehen, während er in seinem Zug gefahren ist. Da wird also die Verbindung hergestellt. Nehme ich jetzt mal an.
mich rein. Das würde auch passen. Moment mal. Die Tür nimmt ihre ID nicht an. Vielleicht kann ich sie auf dieser Seite öffnen. Geht schon mal gut los, der Tag. Okay, ich glaube, ich habe. Tut mir leid, Kalu. Geht doch. Wir haben heute Morgen überall in der Anlage Probleme. Systemabstürze, Störungen im Sicherheitssystem. Es ist ein Wunder, dass hier überhaupt noch was funktioniert. Und dann wollen wir mal gucken. Hier geht's zu dem Partikellabor. Tut mir leid, Kalun, ich bin im Dienst. Schade. Jetzt wollte ich mal ein bisschen mit den Kollegen quatschen. Dann holen wir uns erstmal eine Erfrischung. Ich mag die. Lecker. Und was zum Knabbern. Geht nicht. Nun gut, dann weiter Richtung Gebiet 3, Sicherheits-Area 3. So. Nett von Ihnen, dass Sie heute Morgen doch noch gekommen sind, Kalun. Ja, ich weiß, Probleme mit dem Zugangssystem. Stellen Sie sich auf eine lange Schicht ein. Lange Schicht? Ich kriege die Überstunden aber bezahlt, oder? Ich komme nicht an meine Dateien heran, meine Mail kann ich auch nicht beantworten, ich komme nicht mal in mein Büro. Ich weiß. Wir tun, was wir können, um das Problem in den Griff zu kriegen. Geben Sie uns ein bisschen Zeit, um... Zeit? Ich habe keine Zeit mehr. Wenn ich meinen Bericht nicht innerhalb der nächsten Stunde bei der Verwaltung abgebe, ist mein Job in Gefahr. Ich werde dafür sorgen, dass meiner nicht der einzige ist. Was ein Arsch. Das war doch voll das Arschloch, oder? Sollten Sie jetzt nicht im Dienst sein? Denk nicht, alle nur in den Dienst... Erstmal in die Facilities gehen. Muss erstmal aufs Klo. So, wo ist mein Kavun? Wo ist mein Schrank? Lombardi. Ich nehme meinen Schrank. Da ist er doch. So. Die Wahrheit über Aliens. Repariert bald jemand. Duschen kann ich auch nicht. Der steht da und nutzt die nicht funktionierenden Dinge. Scheint, als hätten ein paar Leute Probleme mit dem Hauptzugangslift in Sektor G. Warum gehen Sie nicht rüber und sehen, ob Sie etwas tun können? Hauptlift in Sektor G. Gehen wir erstmal in die Bewaffnung. Armory und die Überwachung. Das Waffenlager, oh Mann. Ich und aus dem Englischen übersetzen heute werden keine Freunde mehr. So, erstmal zum Waffenlager. Und tatsächlich habe ich dieses Spiel noch nie gespielt. So, ja, nur Leute mit Zugang. Ich sollte Zugang haben, so. Das ist aber eine interessante Waffe. Hey, eine Dienstwaffe bitte. Alles klar, Kalu. Dankeschön. Ich weiß, dass Sie erst in ein paar Tagen auf dem Plan stehen, aber wenn Sie auf dem Schießstand ein bisschen ballern wollen, nur zu. Natürlich. Üben ist immer gut. Hey. So, dann. Hier haben wir keine. Schon mal nicht schlecht aus, obwohl der Kopf wahrscheinlich der bessere Dings wäre. So. Der liest lieber, was liest der denn da eigentlich? Ist das ein, ne, eine Spielezeitschrift, würde ich sagen, ne? Ja. Hat ja schließlich auch Freizeit. Dachte erst, das wäre ein Heftchen mit Nacktbildchen.
So, dann gehen wir mal in die Videoüberwachung. So, Videoüberwachung. Da sehen wir hier, wie die Probe aus dem allerersten Spiel. Irgendwo hingebracht wird. Schauen wir mal weiter. Das ist der Schießstand. Viel Zeit haben wir also nicht mehr, wenn die Probe jetzt schon transportiert wird. Das weiß aber unser Charakter nicht. Und hier sehen wir noch ein paar Wissenschaftler. Ah ja, da kommt Gordon Freeman an. Also hatten wir recht, das war der Wissenschaftler, der an uns vorbeigefahren ist. Sehr schön. Also, Zugangslift, Ebene G. Dann wollen wir doch mal. Wir haben unsere Waffe. Und mal schauen, ob wir zur Ebene G finden. So, einmal die Treppe hier hoch, würde ich sagen. Denn hier ging es zu vielen Stellen. Warum müsst ihr Wachleute uns eigentlich ständig belästigen? Bewachen ist der richtige Ausdruck. Schönen Tag noch, Kalun. So, jetzt, wo wir im Dienst sind, lässt er uns durch. So. Ich muss eben schnell mal gucken. Okay. Interessanterweise ist F5 auf dem Bildschirmfoto machen. So, jetzt. Ich will das Intro nicht nochmal spielen müssen, wenn ich einen Fehler mache. Hallo. Hallo. Wunderschönen guten Morgen. Und einen produktiven Tag wünsche ich euch. Denkst du, was ich denke? Vielleicht. Ist ja alles kaputt. Was ist hier denn los? Ja. Bis später, ich gebe ein Bier. Das sollte helfen. Oh, ja, cool. Sollten Sie jetzt nicht lieber irgendwas bewachen? Boah, diese Wissenschaftler sind total arrogant. Ich will jetzt. Ja, ein Stück Kuchen? Voll die arroganten Wissenschaftler. Wenn Sie auf die Bahn nach Sektor G warten, sind Sie vielleicht schneller dort, wenn Sie laufen. Ich habe gehört, dass es bei allen Bahnen in diesem Teil der Anlage Probleme gibt. Haben Sie auch eben die Explosion gehört? Ich gehe nochmal eben zurückgucken. Das sollte wohl nicht passieren. Ich dachte, sollten Sie nicht eigentlich ein paar Stullen und Kaffeetassen bewachen? Ja. Extrem arrogant, diese Wissenschaftler. Also wirklich. Nur weil die irgendeinen Abschluss haben. Okay, wenn die Bahn nicht kommt, dann nehmen wir doch den Rad an und gehen zu Fuß. Und dann schauen wir mal, was sich hinter dieser Tür versteckt. Aha. Hier kommt unser Freund, der G-Man. Dem sieht so aus, es geht ziemlich gut. Der glitscht so ein bisschen. So, eine Brücke bitte. Das heißt, es wurde auch gespeichert. Sektor G, Hauptzugangslift. Na bitte.
Das war doch nicht so kompliziert. Wird auch langsam Zeit. Wir bezahlen euch doch nicht, damit ihr euch einen schönen Tag macht. Bringen Sie das in Ordnung, damit wir diesen Tag endlich abhaken können. Das ist eine gute Idee. Ich mache mir auch lieber einen hässlichen Tag als einen schönen Tag. Also, ihr beiden, ich habe jetzt nur den Knopf, ne? Also, ihr müsst hier schon drücken, wo ihr hin wollt, damit der Lift losfährt. Ihr wisst, wie ein Lift funktioniert, oder? Also, ich gehe mal davon aus, ihr seid klug. Das sind wahrscheinlich wieder diese Leute von der anormalen Materie. Sie knechten ihre Ausrüstung, bis wer weiß, was passiert. Es würde mich wundern, wenn auch nur einer mit etwas Hirn dabei wäre. Nun gut, der Lift fährt weiter. Die Schreie sind nicht normal, oder? Freier Fall im Aufzug ist nicht unbedingt gut. Die Arbeit ruft. Da wird einer meiner Kollegen von irgendeinem Tierchen gefressen. Hound Eye. Und ich habe wieder die Kontrolle. Gott, das sieht ja alles aus. Ich habe die Brechstange. Treten. Wir sind tot, oder? Ja. Okay, wenn man draufhaut, dann verschwinden die sogar. Interessant. Nun gut, dann schauen wir mal. Kommen wir nicht durch? Hier ist etwas Munition. Sich umschauen lohnt sich. Sicherheitszugang Stufe 4. Den haben wir nicht. Wenn ihr euch an das Intro erinnert, wir haben nur Stufe 3. Ja, wir kommen da nicht rein. Wir brauchen Sicherheitsstufe 4. Der die vielleicht? Nichts, was wir tun könnten. Nun gut. Vielleicht einfach die Kisten weghauen. Wofür haben wir denn die Brechstange gekriegt? Wenn die Sicherheitsstufe so dumm dargestellt werden, dann würde ich sagen, gehen wir mal her und zauen einfach alles in Kisten, was wir finden können. Und die Wissenschaftler hätten sich besser verdient. So. Der Wissenschaftler. Jetzt wisst ihr, wie ich es mit euren blöden Kisten halte. So. Das mache ich auch noch kaputt. So. Ich glaube, das war keine gute Idee.
Notbeleuchtung funktioniert schon mal. Gucken wir mal erstmal hier noch die Kisten. Ganz ehrlich, ich bin dann der Job noch fertig. Gucken wir mal, ob das geholfen hat. Ja, ohne Strom kann das Sicherheitssystem nicht mehr wissen, dass wir hier nicht durch dürfen. Was unter Strom steht. Na schauen. Nein, da komme ich nicht durch. Na? Kalun, wie haben Sie eigentlich das Schloss geknackt? Ach, ist ja auch egal. Der einzige andere Weg hier raus ist der Kanal. Wenn Sie es bis zur Oberfläche schaffen, sagen Sie keinem, dass ich hier unten bin. Ich glaube, die werden versuchen, uns alle zu töten. Jetzt aber raus hier. Sie sollten längst im Kanal sein. Uns alle töten? Wieso das denn? Wieso weiß er das und alle anderen nicht? Was weiß er, was die anderen nicht wissen? Kanal sollten wir sein. So. Lassen Sie mich bitte allein. Ich will nicht, dass Sie uns hören, wenn Sie entkommen wollen. Gehen Sie durch den Kanal. Wahrscheinlich muss man von hier oben drauf schießen. So. Durch den Kanal. Das hört sich nicht sonderlich gesund an. Ja. Schauen wir mal. Wir können ja speichern. Haben die arroganten Wissenschaftler jetzt schon wieder angestellt. Okay, ich muss hier hoch. Das muss man sicherstellen. Da muss der Hebel stehen. Wir müssen den Hebel einmal zur anderen Seite komplett ziehen. Ah, das ist runter und hoch. Okay.
Kran etwas höher machen. Vielleicht so. Dann brauche ich diese Kiste. Die muss ich hier hin. Und jetzt die Hoffnung, dass das funktioniert, dass ich von hier aus hierauf komme. Hier ist das Springen schon viel hakeliger. Nein, wir müssen noch mal etwas höher. Eben bin ich richtig gekippt, eindeutig. Jetzt schiebe ich die Kiste rechts. So. Jawoll. So. Das klappt aber nicht mehr. Ah, ich kann den Kran noch etwas runter machen. War nicht schlecht. Sehr schön, sagte er und sprang in die Tiefe. Da hat er die linke Maustaste gedrückt und nicht mehr losgelassen. Muss ich noch etwas höher mit dem Ding? Was hier passiert übrigens, warum ich die ganze Zeit schieße, wenn ich gestorben bin. Ich muss klicken, damit das Spiel weitergeht. Aber wenn ich klicke, dann lädt er wieder und hat das Klicken angenommen, aber nicht mehr das Lusttasten der linken Maustaste. Deswegen schieße ich dann erstmal meine Magazin leer und muss noch einmal laden, nachdem ich die Maustaste losgelassen habe. So, ein Stückchen höher hat auch nicht geholfen. Nochmal ein Stückchen höher. Diesmal habe ich es mit der rechten Maustaste versucht. Nächstes Mal probiere ich es einfach mit der Leertaste. Dann hüpfe ich zumindest nur. Muss mal so hoch. Die kann ich auch noch mitnehmen. So. Jawoll. Was war das? Immer das für Viecher sind, Vortigons. Sie sind leicht zu töten. Ja. Nichts wie weg hier. Ich glaube, wir sind jetzt im Kanal. Und? Ich würde sagen, bevor wir gucken, wie es im Kanal weitergeht, warten wir noch mal eine Woche oder ich lasse euch eine Woche warten und sage jetzt einfach Ciao, miau.